Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial. Ich bin der Oliver und heute geht es um das Thema Nick-Filter. Die sind ja jetzt seit letzter Woche kostenlos. Das heißt, diese Filterkollektion kann sich jeder runterladen und installieren. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man mit Photoshop hier so eine Stapelverarbeitung machen kann. Und dort dann diese Nick-Kollektion benutzen kann. Da gibt es zwei kleine Hürden. Die erste Hürde: Steuerung und K. Hier muss man jetzt bei den Einstellungen zum RAW-Konverter, Camera RAW Voreinstellungen, muss man jetzt hier auswählen, JPEG-Unterstützung deaktivieren, TIFF-Unterstützung deaktivieren, weil sonst das Bild, wenn es geöffnet wird, immer im RAW-Konverter aufgeht. Okay, das ist jetzt schon mal die erste Voraussetzung. Ich habe jetzt hier eine RAW-Datei geöffnet in Photoshop. Das Aktionen Tab hier ist offen, falls das bei euch nicht erscheint, einfach hier ein Häkchen setzen. Okay, jetzt fange ich mal an, die Aktion aufzuzeichnen, die wir brauchen gleich für die Stapelverarbeitung. Ich klicke mal hier auf das, zuerst mal muss ich eine Aktion erstellen, die nenne ich jetzt mal Nick Stapel und aufzeichnen. Jetzt ist der Aufnahmebutton hier aktiv und alles, was ich jetzt mache, wird aufgezeichnet. Mit STRG und J kann ich erstmal die Hintergrundebene duplizieren. Jetzt gehe ich hier in den Filter rein. Unter Nick-Kollektion wähle ich Color Effects Pro 4. Und ich werde jetzt aber nur einen Filter anwenden, damit das Ganze nicht so lange dauert beim Rendern. Meiner Meinung nach ist ja diese vierte Version langsamer als die dritte Version. Und viel besser ist die vierte eigentlich auch nicht. Okay, ich gehe jetzt mal hin, habe jetzt hier eine Vignette eingestellt. Hier unter Vignette Lens, wenn man hier ein Sternchen hinmacht, dann erscheint dieser Filter als Favorit hier in der Favoritenliste. Und jetzt nehme ich einfach mal hier eine kräftige Vignette einfach, aus Spaß. Bestätige den Filter. Jetzt wird der Filter angewendet, was auch wieder ein Weilchen dauert. Und dann können wir die Aktion gleich beenden und mit der Stapelverarbeitung anfangen. Okay, jetzt wird gleich gespeichert, genau. Also ich glaube, der dauert doppelt so lange wie bei der 3er-Version. Seltsam. Vielleicht kann das jemand bestätigen als Kommentar. Okay. Wichtig ist jetzt noch, dass ich speichere, Shift, STRG und S auf dem Schreibtisch als JPEG. Wird das jetzt gesichert? Jawohl, ich habe an alles gedacht. Maximale Stärke. Okay. Jetzt habe ich hier das Bild gespeichert. Kann jetzt hier die Aktion beenden. Voilà, so, jetzt wähle ich diese Aktion aus und jetzt kann ich als nächstes einen Stapel hier bearbeiten lassen mit genau diesem gespeicherten Filter hier. Ich gehe jetzt mal auf Datei, Automatisieren, Stapelverarbeitung. Habe jetzt hier meine Aktion schon ausgewählt, gerade vorhin. Habt ihr gesehen, wie ich drauf geklickt habe. Jetzt nehme ich noch den Quellordner. Den habe ich jetzt hier auf dem Schreibtisch. Da sind drei Bilder drin. Den nehme ich so. Dann nehme ich den Zielordner. Der ist natürlich leer. Die drei Bilder sollen ja gleich hier hingeschrieben werden. Okay, wichtig ist noch, dass dieses Häkchen gesetzt ist, damit auch gespeichert wird. Ansonsten müsste ich nämlich ständig dann bei jedem Bild diesen Speicherdialog bestätigen. Also Häkchen setzen. Jetzt kann ich hier auf OK gehen und Photoshop wendet jetzt auf alle Bilder, die im Quellordner sind, die Aktion an und speichert entsprechend im Zielordner. Und das war dann die Stapelverarbeitung mit diesen zwei kleinen Hürden. Also die eine Hürde, wie gesagt, in den Einstellungen von Photoshop, dass also der RAW-Konverter nicht mehr aufgeht. Und dann hier bei dieser Stapelverarbeitung muss dann dieses Speichern-Häkchen da gesetzt werden, damit Photoshop auch dann speichert. Jo, jetzt sind wir gleich durch mit den drei Bildern, hoffe ich doch. Und dann sind diese Bilder im Zielordner gespeichert.
Jawohl. Hier kommt noch mal einer. Zack, 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 zack. Und jetzt wird noch gespeichert. Und jetzt wisst ihr auch, wie eine Stapelverarbeitung geht und der Zuhilfenahme von diesen Nick-Filtern. Ich gehe mal in den Zielordner und jetzt seht ihr also hier, dass diese Bilder jetzt hier automatisch mit dieser Vignette versehen wurden. Ja, das war's. Wenn ihr was gelernt habt, einfach Daumen hoch und abonnieren. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Tschüss!